Herzlich willkommen zurück zu Company of Heroes 3. Wir schauen mal in die Herausforderungen. Ja, wir haben in der letzten Folge haben wir hier die tägliche Herausforderung abgeschlossen, sowie ebenfalls die wöchentliche, die mit den dieselbe wie hier, ne, schalten Sie 50 Fahrzeuge als und dann halt als Afrika-Core aus. Die haben wir abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal als British Forces. So viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Wir haben nur noch 7 Stunden circa für die Herausforderung. Aber wir nehmen die British Forces und nehmen diese Herausforderung an, würde ich einfach mal sagen. Vielleicht sind wir ganz gut mit den Dingern, mit den Briten. Und da kommen viele Wehrmachts oder auch, ja, ist ja auch Wehrmacht, ne, Nordafrika-Korps. Aber Nordafrika-Korps und Wehrmachtstruppen mit Fahrzeugen, am besten natürlich leichte Fahrzeuge, die lassen sich am einfachsten rausnehmen. Ja, aber so eine kleine Herausforderung wäre auch nicht schlecht. Schließlich kann man bei den Briten auch ganz gut die Panzerbüchse besorgen. Die haben natürlich einen extremen Vorteil, nimmt. Ich sag mal, 3 Trupps mit Panzerbüchsen oder 3 Bazooka-Trupps, ne? Vor allem die Bazooka-Trupps, die haben ja auch noch 2 Bazookas, ne? Ich meine generell 2 Trupps mit einer Bazooka. Oder 3 Trupps, ne? Die sind schon extrem heftig. Gegen ein Fahrzeug, so ein leichtes bis mittleres, haben die mit 2 Schüssen. Dann, wenn jeder Trupp 2 Schüsse gibt, haben die mittleren auf jeden Fall raus. Bei einem schweren dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber bei einem leichten reichen auch schon 2 oder 3 Raketenwerfer-Schüsse. Und dementsprechend, das ist dann super schnell, wie dann die Fahrzeuge da rausfliegen, ne? So schnell kriegt er die gar nicht nachproduziert, theoretisch. Na, da muss man halt ein bisschen gucken. Das wäre schon echt cool. Ja, wir sind die Briten. Unser Kollege ist US-Streitkräfte und unser Feind ist 2x Afrika-Korps. Der Kollege lädt noch. Bleib mal schneller. Danke. So, schön. Wir können loslegen. Wir haben hier direkt unsere Pioniere. Mit denen sollten wir auf jeden Fall als allererstes hier die Munition, die Arbeitskraft und den Sprit, also den Treibstoff, in unsere Hand nehmen. Dude, willst du? Ja, ich wollte schon sagen. Alles klar. Nehmen wir die indische Artillerie, nehmen wir die britische Panzerkampfgruppe, wo ich ein sehr großer Freund von bin. Denn hier einmal, Treibstoff, Veteranenstufe oder halt Funknetz, ne, erhöht die Feuerrate des Fahrzeugs, wenn aktiv. Aber das ist so ein, nicht so ein Passivding, glaube ich, wenn aktiv, ne. Deswegen, ja, also das hier, ha, der ist halt mega geil, ne. Ja, und hier, naja, was haben wir hier? Das sind so LMG-Kommandotrupp, das ist wie SSF, glaube ich. Kommandotruppe, das ist dasselbe Symbol mit dem Messer da und so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mittlerer Zentau-Panzer. Ich kenne Zenture. Ja, ich kenne. War gut, wenn. Der wäre noch interessant, aber. Ach komm, nehmen wir die Panzer. Panzer sind schön, Panzer machen Spaß. Ich mag Panzer. So, Ausbildungszentrum. Neben dem Hauptquartier, okay. Wofür war das? Achso, hierfür wahrscheinlich, ne? Ah ja, okay. Training Center. Okay, ja, er hat schon 2 Trupps. Er ist da ein bisschen zügiger hier mit dem Einnehmen, aber wie wir schon sehen, hier vorne ist der Feind. Ich würde sagen, selbe Karte, selbe Stelle wie letzte Folge. Wir sollten vielleicht hier versuchen, dieselbe Front zu halten, Front aufzubauen, nur halt dann mit den dementsprechend anderen Truppen, ne? Hier würde ich erstmal direkt 2 Trupps rausmachen. Diese Dinger sind nämlich richtig gut, die Jungs. So, und sobald wir hier einmal eine ordentliche Front halten, können wir auch die Depots verstärken. Ah, shit, das ist ein isolierter Sektor. Ach, verdammt, hat er nicht richtig, oder habe ich eher gesagt, nicht richtig den befohlen. Das heißt, bisher bringt uns das gar nichts hier. Aber 5 Munition, 8 Arbeitskraft und 10 Treibstoff.
würden wir hierdurch kriegen. Ja, die nehmen einmal bitte da ein, dann da ein, dann da ein. Und danach setzen die sich bitte in Bewegung. Ey, kannst du dir nie ausdenken. Wieso höre ich denn jetzt schon Feindfahrzeuge? Oder generell Fahrzeuge? Ah, Motorrad. Ja, aber das ist ja keine richtige Herausforderung, ne? Ganz ehrlich. Das kriegen sogar hier unsere Pioniere mit ihren MPs raus. Wenn sie denn wollen. Das brauchen wir ganz dringend. So, die Sektoren sind verbunden. Das heißt, ab jetzt generieren wir auch Punkte. Los, loslaufen, 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 Jungs. Mensch, kannst du nicht stehen bleiben? Was soll denn das? Jetzt Gas geben. Ja, Anti-Tank-Package, das ist das Richtige. Davon bin ich überzeugt. So, Panzersperren, schwere Deckung. Ja, kann von schweren Panzern zerrammt werden, von den kleinen leider. Also, leider. Das heißt ja leider, zum Glück nicht. Ich würde sagen, wir bauen einfach hier mal 3 Stück. Kann der Feind nur noch hier durch, weil wir hier oben und hier Leute sitzen haben. Hat er hier den direkten Weg so nicht. Aus dem Sicht hör ich eher und sehe da den Feind, der das hier auf jeden Fall nicht treffen darf. So, die Jungs hier konzentrieren das Feuer auf die Pioniere, denn die haben einen Flammenwerfer. Der tut unfassbar weh. Jungs, schweißt die Dinger schneller zusammen. Seid unter Beschuss. So, den mittleren Sektor halten wir. Wir greifen hier unten an. Mein Gott, der nimmt gleich unsere Pioniere raus hier. Rückzug. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Danke. Feuer! Nice! Einnehmen, bitte. Ja, es dürfte sogar an Panzersperre eigentlich schon fast reichen, glaube ich. Ne, so ein MG-Fahrzeug oder irgendwie sowas kommt da auf jeden Fall schon mal nicht durch. Na, das ist auf jeden Fall... Ja, wir brauchen hier ein MG, ne? Ganz ehrlich. Her mit dem Ding. Sonst kriegen wir hier gar nichts gehalten. Ach so, der andere Trupp geht danach, gleich nach da. Was? Feindkontakt? Das sind welche mit MP40s, also... die sollten wir lieber auf längere Distanzen angreifen. Das ist nicht gut. Aber wenn wir denen das nehmen, bringt denen das hier überhaupt nichts. Weil dann haben die nämlich da hinten einen isolierten Sektor. Nice. Pioniere sind jetzt bedeutend billiger. Oh, euer Ernst, Alter. Also den sollten die eigentlich auch so gut beschädigen, vielleicht zur Hälfte, und dann ist unser Trupp weg. Am Anti-Tank können wir da auch richtig reinklotzen. Dann hauen wir den auch raus, den Trupp. Das sollte dann auch kein Problem mehr sein. Rückzug, Flammenwerfer. Der tut weh. So, die haben jetzt fast ihre Panzerwüchse. Und die haben das Fahrzeug schon zu 3/4 weg. Ne? Also die könnten das auch ohne schaffen, aber jetzt... Bam, ein Schuss und der ist raus. Ja, so ist das. Da waren noch gerade Feinde. Dann geht mal auf den hier. Der zieht sich zurück. Der hier ist angekommen. Der darf bitte einmal hier in Position gehen und unterstützen. Der sichert den erstmal, bis wir hier eine richtige Frontlinie haben, weil das, was wir hier haben, ist halt nicht so geil. Ja, man trifft halt nicht immer mit der Panzerbüchse, aber wenn sie trifft, sieht man ja Kill, ne? Das ist geil an dem Ding. Wenn's trifft, tut's weh. Deckung. So, was können wir denn noch machen? Wie viel? Okay, nee, brauchen wir nicht. Vorgeschobene Reparaturbasis, das hört sich sehr gut an. Die sollten das eigentlich schaffen, die Jungs. M
mit der Gewehrgranate sind wir nochmal bedeutend besser. Commander, we should utilize all manpower available for us. Auf welche bezieht sich das jetzt? Pack oder ich weiß es nicht. Aber der hat hier ordentlich Probleme scheinbar, ne? Die Jungs würde ich sofort zurückziehen bei Flammenwerfer. Ja, siehst du, zieht er jetzt auch zurück, hat er auch eingesehen. Let's go, Jungs. Wir brauchen irgendwas, was unsere Truppen halt. Ganz ehrlich, so geht das nicht. Achso, Lazarett. Tadam. Ich bin auch blind des Todes. Raus mit dem Ding. Ne, hat auch nochmal ordentlich reingehauen bei denen. Ne, das muss dem Feind halt immer wehtun, ne? Sonst macht es keinen Sinn. Ach, der hat geschossen. Ich dachte, bei uns wäre gerade was eingeschlagen. Boah, ganz kurz Angst bekommen. Was? Nein, der Feind nimmt den Victory Point ein. Das ist gar nicht gut. Angriff. Ja, ja, nee, ist okay, ist okay, ist okay. Wir wissen Bescheid. Gewehrgranate. Komm, zack, 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 hinne machen. Ah, nicht so richtig gesessen. Finde ich schade, sehr, sehr schade. Guck mal da. Das Geräusch hier fällt mir nicht. Bin ich ehrlich, das ist scheiße. Das ist unfassbar scheiße. Das heißt nämlich in 90% der Fällen... Kampfnest, was ist denn das? Das müsste eine Mörserstellung sein, das finde ich gut. Dann können wir nämlich hier den Mörser abziehen. Oh, fuck. Wir brauchen das nächste Segment. Geht mal rein, bitte. Na, sowas ist gar kein Problem. Ach, shit. Ah, jetzt schießen die Jungs. Weiß gar nicht, ob die hier was ausrichten, wirklich. Glaube ich nicht, gar nicht mal wirklich. So. Erstmal reparier da und dann überlege ich nochmal, wofür wir die Ressourcen verwenden. Ich glaube eher hierfür. Der Trupp auch nach vorne. Der und der, die nehmen nur die 1 ein. Der die 2. Oh, Rückzug. Ah, zu spät. Scheiße. MG ist weg. Zumindest der Trupp wurde vernichtet. Ah, was ein Desaster. Scheiße. Sechsfünder, Bishop, M3 Stewart, der wäre cool. Den, ja, für den würde ich mich auf jeden Fall interessieren. Cash built. The sector's locked down. Our finest vehicle crewmen have been allocated. Vehicles shut. We have 300 points remaining. Was? Der Feind hat alle Punkte fast. Das ist gar nicht gut, was hier läuft. Scheiße. Fuck. Ich wollte gerade Panzersperren bauen, genau aus so einem Grund, weil ich mir schon dachte, meinst du, die kommen gleich vielleicht? Und ja, das sind sie. Das ist gar nicht gut, wie das hier läuft. Das ist überhaupt nicht gut. Wo ist der Trupp? Mann, geh doch ran. Was ist scheiß Panzerbüchse? Mach sie fertig. Feuer auf den konzentrieren, der ist schwächer. Auch wenn er nicht ganz so hart reinkloppt. Guck mal, wir haben noch eine Panzerabwehrgranate, ne? Geh mal hier hin.
So, du schmeißt... Ah, ne, du brauchst die gar nicht schmeißen. Du hast eine Panzerbüchse. So. Dann geht er mal hier lang. Ah, ja, bitte, danke. Stuarts. Ah, shit, der kommt von hier hinten, der kommt von hier hinten, der kommt von hier hinten. Scheiße. So, der kann auch wieder in den Angriff gehen. Ja, Panzerbüchsentrupps sind eigentlich mega stark. Muss man einfach so sagen. Warum hat er den noch nicht verbessert? Keine Ressourcen für, ne? Das wäre cool, wenn ich jetzt sagen könnte, MG-Nest, bitte. Alter, hat die richtig Sandsäcke gebaut. Der gibt sich hier richtig Mühe mit dem Punkt. Das können wir hier leider nicht. Zum derzeitigen Zeitpunkt. Einnehmen, bitte. Oh, shit. Ja, der auf jeden Fall als allererstes hier wegsprengen. Ohne den hat der Feind es nämlich bedeutend schwieriger, na, sich hier zu heilen und sonstige Sachen zu machen. Schön ist, Gewehrgranaten, die treffen und der Feind ist tot. Die fliegen nicht, da müssen die 1, 2, 3 und die machen Bumm, weil dann zieht man den Feind zurück, ne, oder die Truppen halt zurück, dann zieht der Feind sich zurück. Proximity alarm. Our territory is under attack. Ja. Brauchst hier wirklich zum Glück nicht viel, um so einen rauszunehmen. Hier die Mörserstellung einmal heilen, ne, mit unseren Truppen einmal reparieren lassen, denn die ist schon verdammt gut. Der kann verstärken, ne, so ein Ding wäre gar nicht mal schlecht hier. Sollten wir uns auch auf jeden Fall holen. Oh shit, 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 shit. Handgranate bitte. Wirf, 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 wirf und renn. Alter, wie lange braucht der? Aber zum Glück mussten die klettern, so haben wir zumindest einen Teil des Feindes weggesprengt. Ja. Bitte voran. So. Sehr schön, der Kollege unterstützt uns hier. Wir gehen nochmal ganz hier hinten hin. Medizinische oder 20 mm? Flak. Ich glaube, medizinisch ist hier für unsere Zwecke einfach besser. Na, der soll hier auf jeden Fall schon mal reparieren. Danach soll er da reparieren. Der nutzt auf jeden Fall... Wie, ah, ne, warte. Den. 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 Und danach soll der einmal hier... Panzersperren aufbauen. Ja, die sind ganz nützlich. Da können halt nur dickere Fahrzeuge durch. Wir haben ja eigentlich so keine dickeren Fahrzeuge. Wir heilen auch unsere Kollegen hier. Finde ich auch sehr, sehr gut. Wo ist unser Trupp hin? Fuck. Ich glaube, der hat nicht ganz so überlebt. Egal. Nope. Den einnehmen. Den Punkt einnehmen. Eins ebenfalls. Nein. Direkt dahin gehen. Der Panzer geht nach unten. So. Was?
Der arbeitet aber direkt daran, das ist gar nicht mal schlecht. Ich überlege gerade, es macht keinen Sinn, da Panzersperren hinzusetzen, weil, gut, da kommen zwar Panzer. Da kommen tatsächlich Panzer, scheiße. Oh, dicke Stuck ist nicht gut, aber die haben Bazooka. Die hauen das raus. Ich denke, mit Sandsäcken sind wir da besser bedient. Boah, ne, komm. Ach, der macht das schon. Oh, wir brauchen ja noch hier Prestige-Level an dem Fahrzeug. Deswegen hierhin. Und dann auf jeden Fall hier den Punkt. So, also langsam kriegen wir es immer besser hin, den Feind oder die Stellung gegen den Feind zu halten, ne? Und den Feind auch aufzuhalten. Ja, Seite getroffen macht nicht so viel, wie wir gerne hätten, bin ich mir sicher. Erst Minen, dann Stacheldraht, dann können die noch hier über die Seiten Panzersperren. Hätten wir hier Panzersperren gemacht. Über die Spotting-Linie hinweg. Dann, obwohl, lass den die Mine machen und danach machen wir hier eine Panzersperren rein. Weil hier bringt das nichts, die werden gerade niedergehalten und dann haben die direkt volle Deckung. Ja, das ist halt das Problem bei den Dingern, die geben volle Deckung. So, aber nach dem hier können wir doch lieber überlegen, einmal hier Panzersperren hinzubauen. Achso. Aufhören. Gas geben. Und danach da reparieren. Angriff. Joa, die Jungs nehmen ein, das ist gar kein Problem. Wir holen uns gleich noch einen Steward. Ja, ich weiß, die müssen wir mal rauskloppen. Oh, Fahrzeug, natürlich priorisieren das Fahrzeug. Die haben nur Flammenwerfer, die machen nicht so schlimm Schaden oder so. Aber die Jungs haben Panzerbüchsen und das ist mies. Panzerbüchse ist wirklich mies. So, wie sieht das hier aus? Die machen weiter. Sehr schön. Sehr schön, so haben wir auch den. Park. Zumindest neutral gemacht. Der zweite Steward, die gehen immer auf die 3, die Stewards gehen nach hier, die reparieren sich ja von ganz alleine, da einmal und danach nach hier oben rennen. Der ist an der letzten Panzersperre dran, vielleicht können die sich da durchquetschen, aber dann ist das so, ne? Man könnte hier auch so einen Engpass machen, damit die da durchfahren und damit die danach halt dann weggesprengt werden. Ja, ich würde sagen, du ziehst dich jetzt auch nach der Einnahme einmal nach hier oben zurück, damit wir dich heilen können. Er hat sogar hier oben MG-Nest eingesetzt. Das ist einfach nur geisteskrank. Der Kerl weiß mir, um die Nester baut. Auch hier hat er schon Nester gesetzt. Die müssten eigentlich auch nur noch verstärkt werden. Geil. Einfach geil, der Kerl. Ah, scheiße. Der muss nochmal zurück, damit er sich verbessern kann. Jetzt haben wir da nachher noch Probleme mit. Dass der nicht geheilt wird. Ja, ne? So sieht das doch ganz gut aus. Da eine Mine. Das heißt, sobald die hier rauskommen, werden die direkt bam und weggesprengt. So, wenn die das fertig haben, können die gerne, liebend gerne,
hier ein kleines Reparaturdepot bauen. Na komm schon. Minen liegen, sehr schön. So, der einmal T. Dann können die vorrücken. Ins Feindgebiet. Ich will aber mehr. Ich will mal richtig dicke Panzer hier benutzen. Geht aber nicht, weil meistens schon der Ticker so niedrig ist. Kann auch sein, weil wir einfach zu schlecht sind, weil wir nicht schnell genug an die Punkte rankommen, die man dafür benötigt. Drei, da sind sie. Ja, guck dir das an, die haben MG42 und das war's. Die kriegen gleich hier vielleicht eine Pack, aber... Wir machen den Stacheldraht hier, damit, falls ein Trupp hier weggesprengt wird, der Rest nicht so fliehen kann. Dann ziehen wir noch so, der kann dann... Und so, der kann sich wirklich dann nur hier richtig mies... aufs MG stürzen. Todesfalle dadurch zu kommen. Da auch, ne? Das sind, glaube ich, ein Mörsertrupp. Zwei Mörsertrupps, die da draufhalten. So, da mal einen dicken Panzer. Ah, da freue ich mich schon drauf. Die machen einfach keinen Schaden. Das ist das Problem mit dem Afrika-Korps. Das Afrika-Korps ist einfach nicht dafür ausgelegt, hier in diesem Spiel dagegen anzuhalten. So, Black Prince kostet zwei mehr oder wir nehmen den billigeren. Problematisch wird es nur gleich, wenn die anfangen, Minen zu schmeißen. Ne? Ach, Minen, Handgranaten oder, ne? Irgendwie sowas. Dann wird es langsam problematisch und dann haben wir auch tatsächlich ein Problem. Einmal so drehen, damit die Wanne nach da hinten schießen kann. Reicht das von der Entfernung? Sieht nicht danach aus. Fahren wir noch ein Stückchen ran. Selbst von hinten macht das MG42 nichts. Alter, guck mal auf der Karte, wie viele Bunker er gebaut hat. Der Kerl weiß einfach, was verstärken heißt, ne? Der weiß halt wirklich, was verstärken heißt. Scheiße, Mann. Ja, moin, Meister. Wir haben so richtig dünn vert... Alter. Das ist ja heftig, ist das. So, das braucht er erstmal nicht, bevor da nachher noch was rauskommt. Erstmal wegsprengen hier, vielen Dank. Läuft ganz gut, denke ich. Und guck mal, wir haben nur zwei wirkliche Kampffahrzeuge, ein Medizinwagen und ein, ja, zwei Royal Engineer Sektionen und Infanterie Sektionen haben wir auch noch eine. Oh shit, da ist was, was wehtut. Panzer. Y. Nebelwand werfen und Rückzug antreten. Das ist der richtige. Ah, eher nicht Y, hoppala. Der einmal bitte hier zurückziehen nach da. Der Kollege auch. Ja, und Sieg. Ich hätte jetzt sonst noch unten am Wasser, da wo keine Panzersperre ist, hätte ich dann vermint, dass wenn der Panzer uns folgen würde, dass wir ihn wegsprengen können. Wir haben wieder ein ordentliches Map-Control, 11%. Ist okay. Wir haben 55.000 Schadenspunkte. Mehr konnten wir jetzt leider nicht sehen, weil der Host die Lobby verlassen hat. Schade, das finde ich ein bisschen ärgerlich. Nach so einer Runde ist ja sowieso Ende, wenn du die beendest, kommst du ins Menü. Dass wenn einer das verlässt, dass nicht der andere nicht mehr reingucken kann. Das finde ich einfach unfassbar schade hier, ne? Weil dann kann man sich die Statistik leider nicht mehr angucken. Wird man dann mal rausgekickt. Finde ich blöd. Aber wir haben gesehen, wir haben ordentlich Schaden rausgehauen und ich denke, es war auch keine schlechte Runde, ne?
Und wir haben hier ganze 8 gemacht. 8 Fahrzeuge haben wir vernichtet. Mit den britischen Kräften. Ja, ich würde sagen, das sah nicht schlecht aus. Und ich würde, ja, einfach mal behaupten, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Company of Heroes 3, Koop gegen KI.